Moin bei kugelbahn.de und herzlich willkommen zum ersten Teil des Auswertungsvideos zur Tower Challenge. Hier seht ihr jetzt gleich die ersten 60 Teilnehmer kurz und knapp vorgestellt, beziehungsweise deren Bahnen. Und die ersten Bahnen sind die Videos, die mir per Mail und so zugesendet worden sind. Da kann ich leider nichts bei YouTube hochladen oder sowas. Die seht ihr halt nur in diesem Video. Sind auch ein paar coole Teile dabei. Und danach gibt es auch dann welche, die ihr wahrscheinlich schon aus der Playlist von YouTube kennt. Lohnt sich auf jeden Fall bis zum Ende zu schauen und der Gewinner wird dann natürlich endlich im zweiten Teil verkündet. Und jetzt viel Spaß bei diesem Video. Beitrag Nummer 1 ist von Joachim Vollrath, den ich aber leider nicht berücksichtigen kann, da hier eindeutig zu viele Grundplatten verwendet wurden. Der Vollständigkeit halber wollte ich das Video aber wenigstens mit reinnehmen. Dann kommt der Turm von Nadine Eichmann. Eine Kugel startet hier und drei rollen dann ins Ziel, ausgelöst vom Vulkan. Nicht ganz klar ist mir, was der Flextube dort an der rechten Seite tut. Ebenfalls nur der Vollständigkeit halber dabei ist die Bahn von Gravy Cool. Die läuft zwar lange, steht aber auf zu vielen Grundplatten. Der Maxi hat hier einen schönen Turm gebaut, der die Drehtechnik von The Masked Marvel verwendet, um den Turm während der Aufnahme zu drehen. Super Idee, wäre noch ein Stückchen cooler gewesen, wenn die Drehung Einfluss auf den Lauf der Kugeln gehabt hätte. Der Turm von Emil Karl, keine Ahnung, ob das der Nachname ist. Eine schöne Bahn, leider läuft sie nicht durch wegen unserem Freund, dem Katapult. Und es ist am Ende auch noch ein Schnitt im Video, sodass ich das hier nicht in die Wertung mit reinziehen kann. Dafür gibt es eine coole Kombination aus Kaskade, Trampolin und Dipper, die ich hier an dieser Stelle unbedingt noch zeigen wollte. Der nächste Turm ist von Matthias, wo es am Ende ein paar coole Moves gibt. Unten wird der Vulkan ausgelöst und auf der steilen Schiene ist mit Hilfe des Fangkorbes die goldene Kugel festgeklemmt. Interessanterweise bleibt die Kugel aus dem Vulkan wieder in diesem Fangkorb klemmen. Habe ich so noch nicht gesehen. Ziemlich cool. Zum Schluss gibt es noch zwei Auslöser über die Seilbahnstange und den Transfer. Christian Stoll ist offenbar ein großer Fan von Trichtern. Ich habe hier darum mal die Geschwindigkeit ein bisschen erhöht. Das würde sonst nämlich viel zu lange dauern. Der Turm läuft sauber durch und steht auf vier kleinen Grundplatten aus dem Starter-Set Light. Nach der Kugeltreppe gibt es noch ein paar 3D-Druckteile, auch zum Schluss, denn dann wird noch ein bisschen gekegelt. Nee, Kegeln kennt keiner mehr, das heißt heute Bowling. Die Turmbahn von Moritz startet etwas ungewöhnlich mit einer Wäscheklammer und dann hat die Kugel im Verlauf der Bahn auch keine Pause mehr. Sehr gut finde ich, dass die Kugel wieder oben auf dem Turm im Ziel landet. Drei Kugeln starten oben im Turm von Kai, die zwei Ebenen darunter eine selbstladende Gausskanone füttern. Dann geht es recht gemächlich den Turm hinab, wobei die Kugel aber auch immer wieder nach oben transportiert wird. Zum Schluss gibt es einen Trickshot mit den Seilbahnen, naja, Stationssteinen kann man ja sagen, mit dem die wegfliegende Kugel den Vulkan auslöst. Das sieht ziemlich cool aus, habe ich so auch noch nicht gesehen. Rasti ist 10 Jahre alt und hat diesen Turm gebaut. Er hat sogar zwei eingesendet, doch der erste stand auf mehr als den erlaubten 4 Bodenplatten. Darum wertet diese sehr gelungene Bahn. Beeindruckend ist das Timing der Kugeln, der Sprung in den Tiptube und die doppelte Verwendung der Gausskanone. Auch am Fuß des Turms gibt es reichlich Action, bevor zwei rote Kugeln letztendlich im Ziel landen. Robin hat einen sehr hohen Turm gebaut. Los geht es mit einer Kugel, die dann zwei weitere Kugeln in einem Vulkan auslöst, die dann auf teilweise verschiedenen Wegen bis nach unten ins Ziel laufen. Der Turm steht auf nur einer Grundplatte, da finde ich die abwechslungsreiche Bauweise besonders bemerkenswert. Leider gibt es keine Gesamtaufnahme des Turms, so lässt sich die Höhe nur schwer einschätzen.
Die Bahn von Luca bietet eine stimmungsvolle Beleuchtung im Video und ist auch gut gebaut. Hier fehlt mir allerdings ein bisschen der Turm, da doch alles irgendwie recht flach ist. Praktisch ist allerdings für einen erneuten Start der Bahn ist der Lift gleichzeitig Start und Ziel. Auch Jakobs Bahn startet erstmal mit einer Kugel. Klar, mit einer Kugel muss sowieso gestartet werden, aber auch hier macht etwas darunter dann ein Vulkan daraus gleich zwei Kugeln. Beide laufen auf verschiedenen Wegen ins Ziel und hier kommt auch das Katapult zum Einsatz, was die Kugel in eine Spirale wirft. Der Turm ist sehr übersichtlich und der Weg der Kugeln lässt sich auf jeden Fall hier sehr gut verfolgen. Die beiden nächsten Bahnen sind von Lotta 8 Jahre und Stina 6 Jahre. Achtung, nicht schwindelig werden, der Turm von Lotta ist hier etwas kopfüber gefilmt. Drei Kugeln rasen hier gut koordiniert durch die Bahn, das ist ja nicht immer so ganz einfach. Bei Stina wird es einem nicht ganz so schwindelig, hier sind zwei Kugeln unterwegs, die nach einer Weiche verschiedene Wege nehmen, hinterher aber wieder auf dem gleichen Weg ins Ziel laufen. Habt ihr schön gebaut. Und noch ein Geschwisterpaar, diesmal ist es aber eine Bahn und zwar von Ludo und Lars. Wenn mich nicht alles täuscht, sind das die Jungs des Eventmenschen vom Bilder-Event. Drei Kugeln rennen hier den Turm runter, zur besseren Übersicht haben die beiden mehrere Aufnahmen dazu gemacht. Sehr gut finde ich den demontierten Looping, der dann einfach mal als Fänger dient. Super. Das nächste Video ist von Sabine und die Qualität der Bahn leidet ein bisschen unter der Videoqualität, was im Ganzen aber keinen Abbruch tun soll. Mit drei Kugeln startet die Bahn, dann geht es durch den Tipptube zu einer Kaskade. Ab da geht es für nur eine Kugel weiter, dafür aber ziemlich trickreich. Der Dipper wird über das Trampolin gleich zweimal benutzt, gefallen hat mir auch die Nutzung des Jumpers. Der Aufzug ist natürlich sehr hilfreich, um die Kugeln wieder nach oben zu befördern. Auch bei David kommt der Aufzug zum Einsatz, gestartet wird mit zwei Kugeln, aus denen dann durch einen Splash plötzlich drei Kugeln. Der Turm steht auf einer Grundplatte, ist aber ungewöhnlich breit, hier hat David klug die Überhänge konstruiert. Effektvoll geht es mit dem Transfermagneten ins Ziel, beim letzten ist leider der Schwung nicht ganz ausreichend, um es über das Trampolin zu schaffen. Der nächste Turm ist von Lars Staley, der sehr lange an seinem Turm getüftelt hat. Das glaube ich auch gerne, leider lässt sich im Video nicht sehr viel von der Tüftelei erkennen. Es starten sechs Kugeln, aber was genau mit ihnen passiert, ist wirklich nicht so gut zu sehen. Den Ton musste ich wegen der Musik leise stellen. Es folgt der Turm von Daniel und man sieht, hier wird Höhe durch umfunktionierte Klopapierrollen erreicht. Ziemlich gewagte Konstruktion, die Klorollen sind zwar stabil, müssen aber schon gut in den Höhensteinen drin sitzen. Gestartet wird mit der goldenen Kugel, zu der sich am Ende noch weitere auf dem Weg ins Ziel hinzugesellen. Leider ist hier das Ziel etwas schwierig zu erkennen. Und hier einer aus der Kategorie, och wie süß der kleine, ja Pustekuchen. Denn nach dem niedlichen Anfangsturm geht es hier noch weiter, auf drei anderen Grundplatten verteilt und sogar neben dem Tisch. Entspricht in der Form nicht so ganz den Vorgaben der Challenge, aber ich drücke beim Jaron einfach mal ein Auge zu. Der Linus mag es gerne trickreich, wie man an seinem Turm gut sehen kann. Hier sind ein paar Tricks dabei, die habe ich so nämlich noch nicht gesehen. Das Katapult beispielsweise schießt nicht auf eine Schiene oder in einen Kurvenstein, sondern auf eine transparente Ebene, deren Löcher einfach abgedeckt sind. Dass man mit Schienen Kugeln gut starten kann, kennt man ja. Ich habe aber noch keinen Dipper die Schiene so anstoßen sehen wie hier. Schon heftig. So wie die Trampolinsprünge auf dem Balkon, wo überhaupt gar keine Trampoline sind. Sehr einfallsreiche Bahn, echt super. Der Mattis hat diesen Turm gebaut. Bitte noch einmal schreiben, ob der sich an einem realen Gebäude orientiert. Wenn es ein echtes Vorbild gibt, stehen am Eingang aber vermutlich nicht zwei Katapulte, mit denen die Kugeln wieder in den Turm geschossen werden. Die beiden Katapulte haben ja glücklicherweise schön zuverlässig funktioniert. Schön gebaut mit einem actionreichen Endteil und einem etwas versteckten Ziel. Jetzt kommt die Bahn von Raphael. Raphael stellt sich im Video selbst ein bisschen vor, das lasse ich aber an dieser Stelle mal raus. Mädels, ich habe auf jeden Fall seine Adresse. Gelungen ist auf jeden Fall der Turm, besonders die Dachkonstruktion ist auch ziemlich beeindruckend, da sie beide Turmteile miteinander verbindet. Sehr cool, wie stabil das doch ist. Auch der Trampolinsprung sieht sehr gut aus, bestens gebaut, es geht auch mal wieder nach oben, gefällt mir. Und die letzte der per Mail bzw. Cloud-Dienst zugesendeten Bahnen kommt von Tim.
Sim hat einen soliden Tor mit einer zuverlässigen Streckenführung gebaut. Hier funktioniert alles sehr gut. Einen kleinen Trickshot gibt es noch zum Schluss, denn da wird die Kugel von einer Gausskanone gegen eine Säule ins Ziel geschossen. So, los geht's mit den ersten Bahnen, die jetzt auch auf YouTube verfügbar sind. Nicht alle dieser Bahnen sind in der Playlist drin, weil das von den Einstellungen her teilweise nicht geht. Und hier geht's los mit der Bahn von Gravitrax Player, der hier einen sehr coolen Turm gebaut hat mit jede Menge Trampolinsprüngen drin. Ziemlich rasante Sache. Der ist auf jeden Fall sehr gelungen, hat eine lange Laufzeit und vom Aufbau her ist das Ding sehr komplex geraten. Der nächste Turm ist von Max.Gravitrax, der seinen One-Take gleich zweimal gefilmt hat. Macht auch Sinn, denn die Kugel wechselt hier jetzt die Seite gleich und so konnte ich hier den Schnitt auch setzen, um von der anderen Seite auch den Turm zeigen zu können. Sehr praktisch, so behält man ein bisschen besser den Überblick. Ist auch ein cooler Turm geworden. Vielen Dank auf jeden Fall auch an Max.Gravitrax für die Teilnahme. Der nächste Turm ist von Dumitrax, also es sind eigentlich zwei Türme und hier laufen jetzt im Zeitraffer die drei Kugeln erstmal den ersten Turm runter, um dann so eine Art Raketenabschussrampe beim zweiten Turm auszulösen. Mit diversen Fernauslösern kommt die Kugel hier nach oben und stürzt dann ziemlich tief hinab ins Ziel. Und es geht weiter mit dem Turm von Bahnsinn. Hier läuft die goldene Kugel erstmal relativ geschmeidig den Turm hinunter und landet dann später in einer klug kombinierten Kaskaden-Helix-Kombination. Hier scheint der Kanalbetreiber von Bahnsinn auf jeden Fall ein Fan von der Helix-Erweiterung zu sein. Und zum Schluss landet die Kugel natürlich auch da, wo sie hingehört, nämlich im Ziel. Weiter geht's mit Gravitrax Gamer. Ich hoffe, ich verwechsel hier keine Namen mit Player, Gamer und Games und all sowas. Und der hat einen recht breiten Turm gebaut. Der steht, so wie ich das sehe, auf drei Grundplatten. Und der Turm selber ist auch konstruiert aus, nicht nur aus transparenten Ebenen, sondern auch aus normalen Grundplatten noch. Ist ja auch erlaubt. Cool ist hier dieser Fernauslöser über den Vulkan. Und ja, wer da den Lift hinbaut, braucht schmale Fingerchen. Es folgt der Turm der Gringel Studios, cooler Name irgendwie, und ist aus mehreren Perspektiven der One-Take gefilmt, also nacheinander. Darum kann ich hier nochmal eine Übersicht präsentieren. Was mir hier bei den Aufnahmen etwas fehlt, dass ich den Zieheinlauf bei beiden irgendwie nicht so ganz sehen kann, aber trotzdem ein schicker Turm. Das Gravity-Team steht auf jeden Fall auf Kugelketten und deren Reaktionen. Hier ist so ein Kugelpendulum drin verbaut und auch oben an der Gauss-Kanone liegen so ein paar Kugeln dran, um zuverlässig einen Höhenunterschied zu überwinden. Eine Kugel startet und jetzt nicht schwindelig werden. Es geht jetzt ein paar Mal rum um die Bahn. Glückwunsch, dass du nicht über irgendwas gefallen bist. Und hier jetzt in Zeitlupe der Stoßeffekt quasi durch das mit einer Gauss-Kanone gegen das Kugelpendulum und danach geht's ins Ziel. Und hier ist der Tower von der Gravitraxerin. Starten hier irgendwie mehrere Kugeln. Es lässt sich in der Aufnahme ein bisschen schwierig verfolgen, wo welche Kugeln herrollen. Auf jeden Fall landen sie auch wieder in einem versteckten Lift, wo man schmale Hände braucht. Auf jeden Fall läuft die Bahn im One-Take gut durch und die Kugel landet zuverlässig im Ziel. Und der Turm von Gravity World, sehr übersichtlich gefilmt und auch übersichtlich gebaut. Man kann den Lauf der Kugeln gut verfolgen. Ich beschleunige das Ganze jetzt hier mal auf doppelte Geschwindigkeit. Dann kann man nämlich die ganzen One-Take quasi mit durchschauen. Auch hier landet die Kugel zum Schluss wieder am Lift, der besser platziert ist. Man kommt gut dran und hier springen jetzt zwei Kugeln raus. Die goldene läuft da auch irgendwo her. Ich weiß allerdings nicht so ganz genau, wo die endet, weil die silberne jetzt nämlich hier ins Ziel reinläuft und die goldene da irgendwo links abgebogen ist. Jetzt wird es sportlich mit der Bahn von Tennis Joe. Man kann am Namen unschwer erraten, welcher Sportart er gerne nachgeht. In diesem Turm sind sehr viele 3D-Drucksäulen verbaut in verschiedenen Farben. Und ich kann auch hier den ganzen One-Take zeigen, da die Bahn recht kurz ist, sehr actionreich und am Schluss landen alle drei Kugeln zuverlässig im Ziel.
Die Ute hat auch ihren Beitrag zur Tower Challenge geleistet und hat ihr einen ziemlich coolen Trickshot mit dem Vulkan und einer Gausskanone eingebaut. Den werde ich jetzt mal in einer Zeitlupe direkt hier dranhängen. Und zwar schießt die Gausskanone über den Vulkan auf den Fänger drauf, dann rollt die Kugel zurück und löst den Vulkan aus. Sehr cooler Trick, habe ich so noch nicht gesehen. Und ganz zum Schluss vom Turm gibt es noch eine actionreiche Endphase mit Kaskaden, Gausskanonen und Flip und all möglichen, und das geht hier ziemlich schnell, bis die Kugel dann am Ende im Ziel ankommt. Und die nächste Bahn ist von Jan360. Hier ist auch ein schöner, komplexer Turm gebaut, wo die Kugel ziemlich schnell drin unterwegs ist. Die wird aber ab und zu mal in eine kleine Ruhephase versetzt durch dieses Hin- und Her-Element, was insgesamt zweimal befahren wird. Insgesamt geht es hier auch ein paar Mal nochmal berghoch, bis die Kugel dann letztendlich unten im Ziel landet. Die Zieleinfahrt ist leider sehr kurz gefilmt und kann man nur in Sekundenbruchteilen erhaschen. Vom Kanal Lack 5510 Gravitracks und Klemmbausteine ist dieser Turm hier, wo zwei Lifte verbaut sind. Einmal der manuelle Lift, den er jetzt gleich drücken muss, und der automatische Lift, den er jetzt gleich aber erst noch anstellen muss. Ich kenne das Problem, und der Zielanlauf ist auch gut gelöst hier. Der Flextube hängt direkt am Lift und da läuft die Kugel gleich ins Ziel. Der Tobias Vaso hat diese Bahn eingesendet und die startet auf ungewöhnliche Art und Weise, nämlich einfach mal unten und schickt dann oben auf den Turm wieder zwei Kugeln auf die Reise. Ich kann nicht ganz checken, wo die blaue Kugel hier auf einmal dann wieder herkommt. Und auf jeden Fall laufen beide Kugeln sicher ins Ziel. Hat also geklappt. Von Future of Gravitrax ist dieser Turm hier eingesendet worden. Ich tippe den mal so auf 1,50 Meter Höhe und auf jeder Ebene nimmt die Kugel auf jeden Fall einen anderen Weg, bis sie dann am Fuß des Turms irgendwann etwas in die Breite hier geht und auf jeden Fall zuverlässig ins Ziel rollen kann. Eingesendet von Gravirobin wurde dieser Turm hier und ich finde es erstaunlich, wie sehr zeitverzögernd die drei Kugeln aus dem Turm in die Spirale laufen. Hier wurde auf jeden Fall gut getimt, denn die Wege der Kugel trennen sich dann nach der Spirale und laufen auf drei verschiedenen Wegen ins Ziel und das in allen drei Fällen auch sehr zuverlässig, cool gebaut, finde ich gut mit der Verzögerung. Manche lassen die Kugel unten starten und dann den Turm hinaufklettern. Der Gravitraxer dreht den Spieß einfach um und lässt sein Video rückwärts laufen, was natürlich ein interessanter Effekt ist. Ich habe schon kurz überlegt, ob ich das Video nicht nochmal rumdrehe und die Kugel dann vernünftig laufen lasse, aber ich will hier ja nicht in die kreative Bildgestaltung eingreifen. Und täglich grüßt das Murmelmeister, der hier diesen Tower eingesendet hat. Hier sind auch ein paar 3D-Druckteile drin verbaut und wenn ich das so richtig sehe, nehmen hier drei Kugeln ihren Weg durch den Turm durch, die dann hier gleich im Aufzug landen und dadurch nochmal wieder ein bisschen hoch befördert werden und dann durch so einen coolen Trampolinsprung da auf diese Säule in den 3 in 1 fallen und dann ins Ziel rollen. Spielzeug Königreich sendete diesen Turm zur Challenge ein. Ihr seht schon, der ist extrem krass aufgebaut mit jede Menge Überhängen und der ist insgesamt mit Dach 2,20 Meter hoch. Ich habe hier jetzt den Durchlauf auf vierfache Geschwindigkeit stehen, damit das auch in die einigermaßen in die Zeit passt hier. Und es ist wirklich sehr sehenswert, wie die Kugel da den Weg, den Turm hinunternimmt. Und wirklich cool gebaut und trotz dieser Überhänge scheint das alles sehr stabil zu stehen und die Kugel läuft auch zuverlässig ins Ziel. Razzi Trexens Turm verfolgt ein bisschen unkonventionelles Prinzip. Die Kugel fällt nämlich erstmal durch die ganzen transparenten Ebenen runter, fast bis ganz auf die beiden Grundplatten, auf die der Turm gebaut ist, nur um dann mit Hilfe der diversen Erweiterungen wieder nach oben zu kommen, um danach natürlich wieder den Weg nach unten zu nehmen. Ein sehr komplexer Turm und die Laufzeit der Bahn reicht ziemlich genau aus, um in dieses Videoformat perfekt hineinzupassen. Doris Gravitrax hat den super, truper, coole Power Tower Turm eingesendet und hier hat die Kugel auch so gut wie überhaupt keine Ruhepausen. Es geht
ziemlich schnell durch den Turm durch. Und während die einen noch rätseln, wie diese Tunnelgeraden wohl aneinander befestigt sind, liegt die Kugel auch bereits im Ziel. Tale of Three Colors heißt dieser Turm von Marvel Corner. Im Vorspann des Videos wird eine kleine Geschichte erzählt auf englischer Sprache. Solltet ihr euch in der Playlist mal raussuchen und auf jeden Fall mal anschauen. Und auch die Länge der Bahn hier reicht ziemlich genau aus für dieses Videoformat. Deswegen lasse ich das jetzt hier so weit durchlaufen. Und am Schluss muss ich nur so ein kleines Stückchen beschleunigen. Schöner Turm, habt ihr sehr gut gebaut. Sein Name ist Bond, Bond der Baumeister, so heißt zumindest der YouTube-Kanal, der diesen Turm hier zur Challenge eingesendet hat. Aus der Kugel werden im Verlauf der Bahn dann irgendwann zwei Kugeln und hier sind auch ein paar Kurven aus dem Adventskalender verbaut. Zum Schluss gibt es noch einen Aufzug, der diese steile Schiene hier dann hinabführt und nach dem Looping muss das Ziel sein, weil hier endet der One-Take und ich kann nicht so ganz sagen, wo das Ziel jetzt hier bei dieser Bahn ist. Dieser Turm ist gebaut von Christian Gar-Reiß und der hat hier einen schönen Trampolintrick in seinem Turm eingebaut. Die Kugel kommt durch die Kehrtwende, fällt auf das Trampolin, dann in einen Fänger und benutzt dann das Trampolin auf dem Rückweg gleich nochmal, um in die Kurve zu laufen. Danach gibt es so einen kleinen Schienensenkrechtstarter, womit die Kugel dann nochmal an Höhe gewinnt. Und dann wird zum Schluss noch ein Vulkan ausgelöst und die Kugel landen im Ziel. JJ Gravitrax hat diesen Turm hier eingesendet. Insgesamt bietet der zwei Lifte. Den anderen kann man nicht so wirklich sehen. Links befindet sich diese Kugelreihe, die da auf ihren Einsatz wartet. Und er hat eine Möglichkeit gefunden, irgendwie den zweiten Lift mit einer Kugel zu starten, indem sie irgendwie auf den Einschalter drauf fällt. Ich habe das zwar vermöglicht verzeitloopt hier, aber man kann es trotzdem nicht ganz so richtig erkennen. Auf jeden Fall startet der Lift erst später und die Kugeln setzen sich dann in Bewegung. Das ist die längste Bahn, die eingesendet wurde, weil diese Kugeln halt dann mehrmals auch durchlaufen und irgendwann dann im Ziel landen. Der Moritz hat diesen Turm gebaut, den habe ich hier mal ein bisschen im Zeitraffer laufen. Er hat einen recht interessanten Trick dabei und zwar mit dem Lift. Er schießt mit einer Gausskanone da drauf und oben startet eine neue Kugel. Habe ich so noch nicht gesehen. Cooler Effekt auf jeden Fall und ein sehr schöner Turm. Und das nächste Video ist von Gravifell bzw. der nächste Turm. Hier starten drei Kugeln, die dann aber erstmal eine weitere Kugel nach der Spirale hier über diesen Schienenstarter auslösen. Und hier ist ein Teil verbaut, ist wie so ein Band, was an den Balls und Spinner dran geknotet ist, was dann wiederum eine Kugel auslöst. Es geht dann noch ein paar Mal weiter nach oben und unten in der Bahn. Ziemlich komplex gebaut, sieht super aus und sehr gut gemacht. Der Turm von Sams Welt ist ziemlich groß. Er muss in so einer Art Schloss leben wegen der Deckenhöhe. Die ganze Konstruktion mit Seilen verstärkt und zum Teil auch schwebende, transparente Ebenen. Sehr beeindruckende Konstruktion auf jeden Fall. Mit viel Action lohnt sich das mal in der Playlist in normaler Geschwindigkeit anzusehen. Der nächste Turm ist von P-L Gravitrax. Ich weiß nicht genau, wie ich den Namen aussprechen soll. Auf jeden Fall hat er hier die Seilbahnstangen verwendet, um zweimal wieder oben auf den Turm hinaufzukommen. Und das funktioniert auch sehr gut. Es ist ziemlich viel Action in der Bahn, trotz des Hin- und Her-Elements, was ja eigentlich immer so ein bisschen bremsen wirkt, nimmt das hier keine Geschwindigkeit aus der Bahn. Und zum Schluss wird noch ein Vulkan ausgelöst und eine Kugel landet dann sicher im Ziel. Grandiose 2,13 Meter ist der hoch, der Kirchturm von Gravitrax Masters und ich kann hier wirklich nur so ein paar kleine Szenen zeigen, weil der halt auch sehr lange läuft. Ich glaube, die Bahn schafft es hier fast auf 2 Minuten Laufzeit. Natürlich ist es oben im Turm, geht es relativ schnell, aber sobald der Turm unten breiter wird, wird die ganze Bahn auch ein bisschen komplexer. Einfach auch mal in der Playlist anschauen.
Weiter geht's mit Magic Marvel, die auch an der Tower Challenge teilgenommen haben mit einem für ihre Verhältnisse eigentlich relativ kleinen Turm, aber nichtsdestotrotz mit einem sensationellen Streckenverlauf. Ich finde jede Menge Trampolintricks und abwechslungsreiche Streckenführung und am Ende landen, wenn ich mich nicht ganz täusche, ich sehe es ja jetzt auch, 3 Kugeln im Ziel. Der Turm von Fancy Marbles beginnt mit einer Kugel, die nicht weit kommt, denn dann geht es gleich wieder welche rauf. Danach dürfen aus dem Tip-Tube aber noch 2 weitere Kugeln mit die Bahn hinablaufen und dann geht es für die 3 Kugeln teilweise auch auf verschiedenen Wegen den ganzen Turm hinab. Ein sehr übersichtlicher Turm, der Weg der Kugeln lässt sich gut erkennen und alle 3 landen natürlich auch sicher im Ziel. Weiter geht's mit dem Turm von JPLNOB und er hat auch 2 Türme gebaut, die miteinander mehr oder weniger verbunden sind, und nachdem die Kugel das erste Mal den Turm hinabgelaufen ist, steigt sie den anderen wieder empor, wird mit dem Katapult wieder auf den anderen Turm draufgeschossen und biegt dann beim zweiten Durchlauf ins Ziel ab. Und last but not least, zumindest in diesem Video, kommt der Turm von Ronny, der auf den ersten Blick gar nicht so groß aussieht, aber dann doch durch eine ziemlich lange Laufzeit beeindruckt und natürlich kommen die Kugel am Ende auch sicher ins Ziel. So, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert natürlich auch das Bimmelbammelglöckchen, denn dann werdet ihr informiert, wenn es hier den zweiten Teil zur Auswertung der Tower Challenge gibt. Vielen Dank und tschüss.